Hey! Gattlitz, das kann doch gar nicht wahr sein! Das muss die rote Karte sein, jawohl! Das ist auch richtig, runter mit dem! So wie der in den reinspringt! Unfassbar! Hau ab, mach dich in die Kabine, Mensch! Und Wolfgang Stark sagt, da gibt es gar nichts zu diskutieren. Ach, überhaupt gar nichts! Das ist so unfassbar, wie der in den reinspringt! Jetzt sehen wir es doch mal. Von hinten säbelt er ihn ins rechte Sprunggelenk. Cutlets gegen Götze. Und da gibt es nichts, aber auch gar nicht zwei Meinungen. Überhaupt nicht. Doppelrot. Ja, das wäre die zweite Meinung. Dann zeigt er noch an, ich habe einen Ball getroffen. Tschüss, geh unter die Dusche. War der BVB die stärkere Mannschaft? Jetzt kriegt Mario Götze rot. Das ist doch lächerlich. Stark, du blinder Mensch. Das ist eine Frechheit. Balic fädelt ein und es ist doch, der hakt doch nach. Das ist doch eine Frechheit, was der da macht. Selbst Balic weiß nicht, was passiert ist. Zack, tritt ihm in die Knochen. Frechheit, ehrlich. Von hinten immer in die Knochen. Und dann so ein leichtes Ding, da kriegst du dann die gelb-rote Karte für. Die rote. Ja, ist ja gelb-rot. Nee, hat er jetzt gelb-rot oder rot gekriegt? Ja, rot. Nachtreten. Freistoß für den BVB. 40 Meter vor dem Tor. Neven Subotic hat sich den Ball hingelegt. Ilkay Gündoğan und auch Marcel Schmelzer sind mit am Ball. Alle Leverkusener in der eigenen Hälfte. In dem eigenen 16-Meter-Raum. Schnell ausführen oder in den Strafraum bringen. Das ist jetzt die Frage. Gündoğan bringt den Ball rein. Vor den Kasten. Und da ist Hummels. Tor! 1:0! Was pfeift der denn jetzt wieder ab? Bist du denn da doch? Der wolft doch gar nicht! So was gegen Hoffenheim! Und jetzt sagt er was? Lächerlich! Das ist doch nicht mehr wahr, Wolfgang Stark! Der gibt das Tor nicht, mein Gott! Da schickt er irgendeinen Dortmunder Offiziellen auf die Tribüne und gibt das Tor nicht. Jelko Bubac muss auf die Tribüne und dafür gibt's das Tor nicht. Wolfgang Stark! Fahr nach Hause, Mensch! Das ist ja nicht zu glauben, was dieser Mann sich zusammenpfeifen darf. Jetzt pfeift er ab. Klasse, jetzt ist das Spiel beendet. Wolfgang Stark gewinnt 0:0 hier in Leverkusen. Geh nach Hause. Geh nach Hause nach Bayern und lass uns in Ruhe. Verschone uns mit deinen blöden Pfiffen. Ja, das war's aus Leverkusen. Nächste Woche sind wir natürlich wieder da. Tschüss, bis dann.